Hey, yo. Mehr Hyrule. Heute vielleicht nicht so lang, aber mehr Hyrule. Und ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir. Vielleicht gleich nicht mehr. Er ist sich noch unsicher, ob er wirklich hier existieren möchte gerade. Still pondering. Aber wir können ja mal gucken. Hi. Kann man ihn überhaupt sehen? Hi. You see your butt now. Er ist so, hallo, ich gucke weg. Pointedly. Ja, jetzt einfach da sitzt mit dem Arsch zur Kamera. Mimi. Hey. Wanna lie down? Ich glaube, das war ein Nein. Ich weiß auch nicht, ob Kitty Cam noch irgendwas rausreißt, aber naja. Da ist er. Gestern hat er sich rar gemacht. Heute ist er da. Wie meine Haare. Meine Haare sind auch da. Die sehen in der Kamera gar nicht lila aus. Guck mal. So ein bisschen. Man erkennt so ein bisschen, dass sie lila sind. Aber nicht so richtig. Sucks to be my hair. Aber ja, Long ist schon da. So nackig, wie wir ihn zurückgelassen haben gestern. Bist du nackt? Nee, warum bist du nackt, hat er, glaube ich, gesagt. Und heute gibt's Hot Tub Stream. Und ein bisschen, Impa, ne? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen müssen. By the way. Was müssen wir denn machen? Impa. Tülülü, der leuchtende Punkt auf der Karte zeigt dir den Weg. Das ist Wahnsinn. Bitte, was? Nein. Das eine Spiel, in dem sie Impatz hieß, das war merkwürdig. Aua, eine Jacke rutscht. Ja, ich muss ein Jäckchen tragen. Ich bin auch so ein Ömmchen. Außerdem muss mir jemand den Guardian ja vom Hals halten. So. Minnie, was machst du da jetzt? Mach ich jetzt Katzencam an oder nicht? Ich glaube, so lohnt sich nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie noch ein Stück nach links drehen kann. Ich brauche einen Knopf für Kittencam, glaube ich. Ich muss Kittencam auch ein bisschen anders zuschneiden, habe ich das Gefühl. Warte mal. Wenn wir das jetzt hier schon machen. Ich kann einen Controller mit meiner Schiene bedienen, ne, aber Vorsicht, laut. Aber nicht die Maus. Sollte eigentlich nicht so einen krassen Unterschied machen, aber macht es. Ne, das wollte ich nicht. So. Sind meine Haare noch so ein bisschen im Bild, aber kann man nichts machen. Domi! Hi! Ja, ich habe heute Besuch. Ich habe ganz hohen Besuch heute bekommen. Der Mini ist da. Jetzt sogar doppelt. Ich glaube, es ist ein bisschen dämlich, ihn jetzt doppelt in der Kamera zu haben, aber Mini bekommt immer besondere Privilegien. So. Ja, guck mal. Er braucht auch eine etwas größere Box. Ich glaube, ich muss eine etwas größere Box finden. Heute mit Lipstick. Ich habe mich so ein bisschen nach Lipstick gefühlt. Ich liebe den so. Der ist besser als jeder Labello. Das glaubt mir niemand. Dankeschön! Für 31 Monate. Dankeschön! Das glaubt mir niemand, aber der pflegt meine Lippen so krass. Und ich habe halt so mega trockene Lippen so. Und dachte mir, hey, dresche ich einfach mal meinen Lippenstift drauf, weil ich es kann.
Ein Herzkar. Ich kann ihm kein Herzkar dort machen. Ich kann seine Kamera nicht verändern. Ich kann seine Kamera nicht berahmen, leider. Sonst hätte er schon was Cooles. Deswegen hat er einfach eine eckige Kamera. Das schafft mein PC nicht, okay? Kauf mir eine 4090, dann reden wir nochmal drüber. So, wo ist denn der Eingang? Dann kann ich hier 4000 Kamera-Sources einbinden. Aber aktuell? Dafür sofort. Los geht's. Ich glaube, das weiß der Mini. Guck mal, wie friedlich er schläft. So, Pferd steht genau da, wo ich es zurückgelassen habe. Halbpferd. Man, so eine fabulöse Mähne haben müsste man. Look at him. So. Kakariko. Er ist auch richtig geflasht. Ja, Relaxo hat sich ein bisschen weggedreht von uns jetzt, weil er hat Angst. Er hat Respekt vor Mini. Er hat gelernt. Er ist extra nach hinten gerutscht. Sie nachher mal richtig hinstellen, aber ich will den Mini jetzt nicht stören. Aber wir sind da. Wir haben Kakariko erreicht. Da hinten ist Impas. Ultra krasse Wasserfall-Mansion. Die muss wahrscheinlich alle 20 Sekunden auf Klo. Aber hey. Zeit, uns umzusehen. Hier ist schon mal so eine arme Oma. Hier sind nur so arme Ämmchen. Ich würde hier perfekt reinpassen. Ja, ein Reisender. Ich habe mir wohl den Fuß verstaucht. Das ist mir jetzt etwas peinlich, dass du mich so siehst. Ja, das Gefühl kenne ich. Sag mal, Reisender. Sich so mit Chica-Schild, Chica-Slate, Chica-Bogen, Chica, alles. Als wäre ich so vorher so ein Chica-Merchandise-Store gegangen und hätte mich einmal richtig eingedeckt. Wo hast du das Ding an deiner Hüfte denn her? Also, das war so. Ich bleib erstmal nackig, ja. Mal gucken. Mal gucken, wie lange. Oh. Sieh an. Der Chica-Stein bedeutet, dass du der Auserwählte bist. Aber guck mal, für eine Oma, die hat keine Falten. So. Die hat halt ein bisschen graue Haare und sie ist ein bisschen krumm. Das passiert im Alter. Aber mein Gott, guck sie dir an. Die ist noch richtig fresh im Gesicht. Es gibt leider nicht mehr viele, die das wissen. Wir Chica haben lange auf dich gewartet. Du solltest unbedingt Impa, unsere Anführerin, aufsuchen. Die wohnt wo? In der riesigen Protzer-Villa, als ob ich es nicht wüsste, weißt du. Impas Anwesen befindet sich weiter hinten im Dorf, direkt am Wasserfall, dem Federfall. Okay. Ah. Dass ich den Auserwählten noch treffen durfte nach all der Zeit. Sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als wäre sie so 120, dass sie wissen könnte, wer ich bin, aber lassen wir ihr die Illusion. Oh, die Kopfteile. Doch, du musst ja den Helm musst du ja sowieso anziehen. Den Helm von Hot Princess Mummy. Ja, Plum Blossoms. Schön. Kirschblüte ist ja leider schon wieder vorbei. Alles runtergeregnet. Kakariko ist voll schnuffig irgendwie. Ey, das ist ein Kirschbaum vielleicht. Keiner zu Hause. Na gut. Gehen wir wieder. Ich wollte mich ja nicht ablenken lassen, nicht wahr? Das sollte ja der Run werden, in dem ich mich nicht ablenken lasse. Aber für eine Schleichschnecke haben wir immer Zeit. Warum leuchtet die? Ich hatte kurz vergessen, dass ich ja schon fliegen kann. Ey, Helme. Helme sind schon ein bisschen schwierig. Aber andererseits... besser als vom Blitz getroffen zu werden, würde ich sagen. So, wie komme ich denn jetzt... hier hat es viele Brücken. Und ein Rüstling. Ein rüstiger Rüstling. Okay, irgendwo hier war auch ein Krog, glaube ich. Oh, der Maler. Warst du nicht eine Sidequest? Verzeihung, reist du ebenfalls?
Mein Herz schlägt für die Malerei, musst du wissen. Auf der Suche nach schönen Landschaften reise ich durch die Welt. Ich habe gehört, dass sich in diesem Dorf eine Quelle einer großen Fee befinden soll. Angeblich ist diese Quelle nicht nur eine Augenweide, sondern verleiht auch geheimnisvolle Kräfte. Sag ja Hot Topstream. Mehr wollten die anderen mir aber nicht verraten. Weil ich so lange auf Reisen war, behandeln sie mich wie einen Fremden. Aber das schreckt mich nicht ab. Wenn ich etwas rausfinde, lasse ich es dich wissen. Ich finde schön, wie seine Haare zu einem Pinsel geformt sind. Und wie ich diese Frau da hinten einfach eingefroren habe. Ist das hier die Dingens? Wie hieß sie? Papaya? Ja, ich bin den ganzen Weg zurückgegangen. Und hier wäre einfach auch eine Statue gewesen. Tja, Mist. Da sind wir extra nochmal zur Zitadelle gegangen. Völlig umsonst. Ich muss mal meine Schiene nochmal adjusten. Sitzt nicht korrekt. Sorry, das Geräusch ist echt eklig. Ich könnte mich auch muten, aber das wäre zu einfach. Muten kann sich ja jeder. Gestern saß die so perfekt. Ich finde es übrigens lustig, diese Brace hier, die ich trage. Ja, da guckst du, Mini, ne? Da guckst du. In Amerika kriegst du die, wenn du dir dein Handgelenk gebrochen hast. Gut, dass meins nur verstaucht ist. Der judgt mich richtig hart. Der sieht meinen Klettverschluss. Den hättest du gerne, ne? Den hätte der aber richtig gerne. So. Aber es werden keine Katzen festgeklettert heute. Heute nicht. Ist meine Kamera aber auch ein bisschen zu weit oben. Naja, egal. Habe ich einen Apfel, den ich da reinwerfen kann? Weil das war, glaube ich, auch ein Krog. Korrekt. Ui! Wird den Brokkoli wohl heute nochmal sehen? Ich glaube, der geht nicht direkt in den Wald, aber ich bin nicht ganz sicher. So, Entschuldigung, ich muss da mal rein. Wer bist denn du? Das hier ist Impas Anwesen. Hm? Das ist doch der Shika-Stein. Bist du etwa... Ja, gestatten? Der Auserwählte. Long mein Name. Der Nackte. Bitte verzeiht unsere Unhöflichkeit. Impa hat uns informiert. Bitte tretet ein. Die arme Frau um 22.35 Uhr schläft die doch bestimmt schon. Nee, der Mini und sein Fell wird lieber nicht festgeklettert. Das gibt eine Riesensauerei. Huch, da ist sie ja. Ein Mann! Das ist doppelt lustig, weil wir nackt sind. Also diesmal hat sie tatsächlich einen Grund, sich so anzustellen. Oh. Der Shika-Stein! Seid ihr etwa der, von dem Großmutter immer spricht? Long? Ich habe es nicht vergessen. Ehrlich, ich bin nur etwas nervös. Ich heiße Papaya. Ich bin so neidisch auf den Bommel auf ihrem Kopf. I could never. Und sie hat einfach nochmal doppelt so viele Haare unten. Es ist manchmal einfach ungerecht. Puh, endlich ist es draußen. Man sollte meinen, dass ich in der Lage wäre, meinen eigenen Namen zu sagen. Tut mir leid. Schon seit ich klein war, hat mir meine Großmutter von euch erzählt. Bitte, geht hinein. Meine Großmutter, sie wartet schon so lange auf euch. Mitten in der Nacht. Das ist so lustig. Hi. Link, diese schamlose Kleidung. Bitte zieht euch doch irgendetwas an. Ich finde das voll gut, dass die alle darauf reagieren, wenn man nackt rumläuft. Ich glaube halt, wir müssen einen Shirtless Run machen, weil, naja, ich mag die Reaktion. Warum bist du nackt? Ich schamloser, ja. Du bist also endlich erwacht, Link. Sie spricht. Es ist lang her, sehr lang. Ein paar Jährchen mehr hab ich wohl auf dem Buckel. Ich hoffe, du erkennst mich noch. So ein, zwei. Sie sieht aus wie so eine Ghibli-Oma.
Kiri versucht übrigens in die Pantry einzubrechen, also wenn ihr irgendwelche Geräusche hört. Ich habe Kiri die Tage leider in der Pantry eingesperrt mit Snacks. Jetzt weiß er, dass das Snacks sind. Und der hätte gerne welche. Was ist? Du siehst mich ja an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin es, Impa. Erinnerst du dich nicht einmal mehr an meinen Namen? Ja, also, weißt du? Hallo! Aber ihr wolltet ja nicht Age of Calamity spielen. Also kriegen wir halt nur alte Impa statt sexy hot Impa. Ich hätte euch sexy hot Impa geboten, aber ihr wolltet nicht. Das heißt wohl, du hast tatsächlich dein Gedächtnis verloren. Nun, vielleicht ist es in gewisser Weise besser so. Link, tritt näher. Ich finde auch schön, wie sie an ihrem Hut so Gewichte hat, wie früher an Tischdecken. Diese beschwerenden Dinger. Hey, Airy. Ja, aber die Story ist wichtig. Vielleicht für Breath of the Wild 2. Minnie fummelt an Relaxo? Fummelst du? Der fummelt gar nicht, der guckt nach der Katze. Vor 100 Jahren. Ja, vor 100 Jahren, als das Königreich Hyrule unterging. Du standest an der Schwelle zum Tod. Zeldas letzte Hoffnung war, dich in einen heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Ist das nicht eher so ein chemischer Kryoschlaf? Sie selbst machte sich auf. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich geduldig hier auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch! Wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss dir eines klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Bisschen dramatisch. YouTube-Zusammenfassung. Ja, darauf läuft's dann wohl raus, ne? Doch diese Verantwortung kann ich schlecht jemandem aufbürden, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm noch einmal zu mir. Und er ward nie mehr gesehen. Kann man hier nicht auch Tagebuch lesen und so? Aber ich wollte mich nicht ablenken lassen. Er passt nicht in die Box. Das ist das Faszinierende daran. Er passt halt nicht rein. Es spillt. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass er runterfällt. Weil er liegt jetzt auf dem Rand. Ja, das ist, glaube ich, das Gästebuch. Oh, wir können Papayas Tagebuch lesen. Wir wählen unseren Sidekram bewusst aus. Papayas Tagebuch gehört dazu. Das scheint Papayas Tagebuch zu sein. Es sieht noch neu und kaum gebraucht aus. Lesen. Vor 100 Jahren wollten die Großmutter Zelda und Tante Pura eine Vorsorge für die kommende Zeit treffen, also schickten sie einen jungen Ritter in einen langen Schlaf, so hat die Großmutter es mir erzählt. Der Name dieses Ritters war Link. Bis zum heutigen Tage wartet die Großmutter auf die Rückkehr dieses Mannes. Auch ich bete dafür, dass er recht bald zu uns zurückkomme, für Hyrule und für die Großmutter. Gibt's noch mehr? Nicht? Ja gut, sie hatte natürlich noch keine Zeit über, Longs Apps zu schreiben. Kommt vielleicht später nochmal wieder. Ich weiß ja auch, habt ihr brav damals alle Zeldas Tagebuch gelesen? Die schreiben alle fleißig Tagebuch. Na gut, Oma, spill the beans. Mhm. Die Prinzessin hat alles riskiert, um dir diese Botschaft zu hinterlassen. Wenn du nicht fest entschlossen bist, kann ich sie dir nicht übermitteln. Bist du bereit, für sie zu sterben? Bin ich. Sieh an, sieh an. Du magst dein Gedächtnis verloren haben, aber du bist immer noch derselbe. Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Da haut der Dommi einfach einen Sub raus. Dankeschön für einen Mystery-Sub. Ein Sub-Hype für dich. Muss nach der... Moment, sterben klingt sehr drastisch. Vielleicht lieber nicht. Dankeschön, Dommi. Für den Mini ein Sub. Kiri ist so upset, dass er nicht in die Pantry kommt. Gut. Da du dein Gedächtnis verloren hast, sollte ich dir wohl alles von Anfang an erzählen. Oh, kommt jetzt nicht die coole Cutscene? Minicam dürft ihr behalten.
Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mithilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden vier gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules vier herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bannschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Wie er so ein bisschen aussieht wie ein Drache, ne? Schweine-Ganon. Aber ich finde auch ein bisschen schade, die Prinzessin, wird das Blut nicht immer dünner? So über die Jahrhunderte? Ich meine, Links Seele wird immer reinkarniert, das heißt, er ist immer gleich stark vielleicht, aber wenn es bei Zelda durchs Blut weitergegeben wird, ist das nicht irgendwie dumm? Weil sie hat ja die Siegelkraft. Hier zumindest. Weil eigentlich gibt es ja das Bannschwert. Das macht nicht so viel Sinn. 100 Jahre ist es nun her. Um uns auf die prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgten wir dem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Ja, Ganon hat das schon mal gesehen und sich gedacht, der Trick klappt nicht zweimal. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin dir die folgenden Worte. Befreie die vier Titanen! Alles klar, tschüss! Die vier Titanen, so nennen wir die antiken Kriegsmaschinen der Sheikah. Sie wurden von den vier Recken gesteuert, bevor sie Ganon zum Opfer fielen. Daruk vom Stamm der Goronen steuerte den Titanen Varudania. Revali von den Orni kontrollierte Varmedo. Der Titan von Mipha der Zora nannte sich Varuta. Und Urbosa von den Gerudo steuerte Varnaboris. Ohne die Macht der Titanen wäre es aussichtslos, sich Ganon entgegenzustellen. Vor 100 Jahren wurden sie uns von Ganon entrissen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie uns zurückzuholen.
Bei den vier Völkern, die auch heute noch in Hyrule leben, findest du vielleicht Hinweise auf ihren Verbleib. Ach, guck mal, ist das doch schon direkt jetzt gleich. Okay. Das Licht des Shika-Steins wird dir den Weg weisen, dorthin, wo du die Anführer der Völker treffen wirst. Sieh, das Shika-Symbol einfach als Tattoo auf der Stirn hat. Doch, dein Shika-Stein ist nicht vollständig aktiv. Prinzessin Zelda hat ihn dir hinterlassen. Für dich ist er Wegweiser und Gedächtnis in einem. Ich frage mich... Vielleicht kannst du im Institut für Antikenforschung in Hateno Hilfe bekommen. Das ist wo? Wir gehen natürlich erst zu Pura, ist ja klar. Der leuchtende Punkt im Osten ist Hateno. Das ist eines der wenigen Dörfer, die von der großen Verheerung weitgehend verschont blieben. Zeldas Vermächtnis. Du bist Zeldas, nein, ganz Hyrules einzige Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Im Paddywalse abgeschlossen. Ach, Ömmchen. Was ist? Sie braucht ihr Schönheitsnickerchen. Hat der lange Schlaf dich deiner Entschlossenheit beraubt? Du bist gerade erst aufgewacht. Ich verlange nicht von dir, dass du gleich jetzt den Kampf mit Ganon aufnimmst. Zuerst solltest du deinen beschädigten Shika-Stein reparieren. Eile so bald wie möglich zum Institut für Antikenforschung. Okay. Ich finde das so süß, wie sie auf diesen drei Kissen sitzt. Zelda kämpft bis zum heutigen Tage allein mit Ganon. Niemand außer dir kann Zelda retten, kann Hyrule retten. Bitte brich so schnell wie möglich auf. Okay, aber kann ich das da mitnehmen? Dieses Juwel bewahrt unser Stamm seit Generationen. Nicht einmal du darfst es so einfach berühren. Wenn ich es trotzdem mache? Okay. Dafür müssen wir wohl später wiederkommen. Oh Gott. Er ist so ein riesiger Wolle-Flausch einfach. Kann man so flauschig sein? Aber lustig, dass Eri den Sub bekommen hat, obwohl du dich verklickt hast. Guck mal, es war einfach Schicksal. Eri sollte den Sub bekommen. So, Karte. Wo müssen wir denn hin? Ach cool, es ist sogar nur noch das eine markiert, ja dann. Er ist flauschiger, als er aussieht. Er ist so flauschig. Aber gab es hier nicht noch einen Shop? Doch, da. Der Klamottenladen hat jetzt wahrscheinlich zu. Ich denke mal, eine neue Hose kaufen. Ich habe eh kein Geld, glaube ich. Guten Tag. Willkommen in der Boutique, 12 Früchtchen. Im ersten Moment dachte ich, du wärst ein Exhibitionist, halbnackt wie du bist. Wie das wirklich alle kommentieren, das ist so geil. Bei uns gibt es nur ganz exklusive Stücke der Marke Clarko. Selbst anspruchsvolle Kunden, die lieber nackt als schlecht gekleidet herumlaufen, finden bei uns genau das Richtige. Ich liebe das. Wieso haben die einfach extra Dialog reingemacht, für wenn Link nackig ist? Eskalieren die noch mehr? Soll ich die Hose ausziehen? Ich würde es machen. Besonders der Ninja-Anzug dort ist der Renner der Saison. Wir kaufen auch Gebrauchtes an, also sag einfach Bescheid, wie ich dir helfen kann. Wir gucken erstmal, was es so kostet. Es ist halt so geil, wie sie das einfach legit die ganze Zeit kommentieren. Wir könnten auf diese sexy Hose upgraden. Nicht schlecht, was? Das ist ein exklusives Gewand der Boutique 12 Früchtchen. Damit kannst du dich absolut lautlos fortbewegen. Ein Muss für jeden, der regelmäßig jagen geht. Dafür ist die Schutzwirkung nicht besonders hoch. Klitzekleiner Nachteil. Ja, was kostet das gute Stück? 600 Rubine, Mädchen. Die will einfach all das Geld. Oh, das würde aber gut zu unserem Nackedei passen. Das hier. Kletes Gerüchteküche. Hallo, hier ist eure Kletes, Königin von Klatsch und Tratsch. Haltet ihr auch alle eure Ohren offen für die neuesten Neuigkeiten. Hier ist, was ich heute für euch herausgefunden habe. Der Liebesteich. Oh boy.
Ein legendärer Ort, an dem man angeblich den Partner fürs Leben finden kann. Es lohnt sich, ihn zu suchen, auch wenn es lebensgefährlich ist. Kletes Empfehlungspunkte, 5 Sterne. Okay. Heilige Kapuze. Ich glaube, die Hose habe ich ja schon. Naja, die Heilige Hose trage ich bereits. Ich mochte aber die Outfits. Also ich habe tatsächlich mir den Riss gegeben und in meinem OG-Playthrough alle Klamotten gesammelt, weil ich die Outfits von Link halt echt toll finde. Ich hoffe, das wird wieder so ein Ding. Ich hoffe, Fashion Long wird in Tears of the Kingdom wieder ein Thing. Selbst wenn ich allen Bernstein verkaufe, reicht es einfach nicht, ne? Es reicht einfach nicht. Naja, dann bleiben wir wohl noch ein bisschen nackig. Vielleicht, wenn wir in Hateno waren. Aber das wäre schon ganz cute eigentlich, glaube ich. Mit der Hose zusammen. Naja, versuchen wir erstmal Pferd nicht wieder in eine Wand zu reiten. Achso, warte aber, bevor wir gehen. Ich hatte ja eigentlich einen Hot-Tub-Stream versprochen. Ich glaube, ich kann sowieso nichts upgraden, aber wir können sie ja mal besuchen gehen. Wenn wir jetzt gerade schon hier sind, ich meine. Es war doch hier irgendwo. Hase! Ich glaube, beim ersten Mal kommt der immer. Noch nicht. Ich habe noch nicht damit gerechnet. Ja, Mini macht auch Hot Tub. Ja, doch, hier sind wir richtig. Huhu! Das schreckt mich immer, wenn es das macht. Guten Tag. Will doch auch Geld von mir, oder? Du! Junger Mann! Bitte hör mich an. Ich bin die große Fee Kotura. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich, selbst ein kleiner Beitrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauche doch nur 100 Rubine. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird das auch dir zugutekommen. Nun, wie sie die Hand so rausstreckt, so Peggy Bundy-mäßig. Wenn du Rubine hast, dann gib sie mir schnell. Um meine Kraft wieder zu erlangen, brauche ich 100 Rubine. Aber deine Rubine reichen nicht, du armer Schlucker. Ach, das ist schade, wirklich schade. Verdammt, ich wusste nicht, dass ich die bezahlen muss. Dann muss ich wohl doch gleich ein paar Klunker verkaufen. Na gut, Kommando zurück. Kommando zurück. Peggy Bundy will ein Huni von mir. Aber für Peggy Bunny... Für Peggy Bundy ist Tommy wahrscheinlich auch nicht alt genug, oder? Für eine schrecklich nette Familie. Ich glaube, das ist heute auch nicht mehr politisch korrekt. Für wen? Ja, das dachte ich mir schon. Tragisch. Wow, das war knapp. So, ich bin zurück. Ich möchte verkaufen. 100 hat sie gesagt, ja. Ist irgendwas hiervon vielleicht noch wertvoll? Die Fledermausaugen... Alles nur wertloser Krempel, den ich hier mit mir rumschleppe. Na gut, dann 4 Bernsteine. Bleibt noch ein bisschen was übrig, falls wir Terry nochmal sehen. Weißt du, selbst die Spurtmedizin gibt einfach nur 10 Rubine. Das ist halt lächerlich so. Ja, der Mini macht auch Hot Tub ohne Donations. Tja, der Mini und ich verkaufen uns schon immer unterwertig. Und Long auch. Entschuldigung. Long auch, wenn wir mal ehrlich sind.
Warte, falsche Richtung. Musste man hier nicht auch die Hühner wieder einfangen? Es gibt so viele Sidequests in dem Spiel. Aber leider haben wir keine Zeit für Sidequests. Aber in Tears of the Kingdom dann. In Tears of the Kingdom werde ich wieder 300 Stunden versenken, so. Ja, die Dorfaufbau-Sidequest, die ist übelst cool. Ich meine, das ist so eine Sidequest, die können wir am Ende machen, wenn wir noch Zeit haben. So. Wenn vor Release noch Zeit ist, können wir so einen Kram voll gerne noch machen. Ich würde jetzt halt erstmal die Main-Quest priorisieren wollen. Ah, da bist du ja wieder. Nun, lass mal rüberwachsen. Bitteschön. Sie ist einfach klaut. Danke, mein Retter. Ach, meine Kraft. Sie kehrt zurück. Okay, Lady. Ich lieb's, wie übertrieben sie einfach sind. In allem. Aber guck sie, wir haben denselben Lippenstift. Bin ich eine große Fee? Wer weiß das schon? Was für ein Gefühl. Nach all der Zeit endlich wieder frische Luft. So lila Lidschatten könnte ich mir auch drauf dreschen. Ich habe genau diesen Shade habe ich da. Nein, das machen wir jetzt nicht. Aber ich könnte. Ich könnte, wenn ich wollte. Ich schulde dir was. Dank dir habe ich meine Kraft wieder erlangt. Mal sehen, wie ich mich revanchieren kann. Ach, ich weiß. Ich könnte deine Kleidung verstärken. Ich brauche nur das passende Material. Das Verstärken selbst mache ich umsonst. Sollen wir es mal versuchen? Ah. Weißt du, was heißt hier umsonst? Ich habe ihr gerade 120 Rubine gegeben. Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung ein klein wenig zu verstärken. Meine Hose. Ja komm, 5 Bockblindhörner, dass wir ein bisschen... Link muss ja auch sein Package beschützen, ja. Cosplay. Ja, ich cosplay mal schnell die große Fee. Aber ich könnte niemals so eine tolle haben. Das kann ich leider auch nicht. Schade eigentlich. So, bitte. Bitte mach stark. Knutscht die mich jetzt nicht? Ganz viel Haarspray, selbst dann. Ich habe die Masse an Haaren nicht. Es sind nicht so viele. Und los! Ach ja, es fängt ja ganz, ganz behutsam an. Die Feen waren auch so ein Gimmick in dem Spiel, das ich echt mochte. Sie ist die Einzige, die nicht kommentiert hat, dass wir nackt sind. Ja, Mini könnte diese tolle, aber easy. Und fertig. Damit bist du jetzt ein wenig stärker als zuvor. Manche Kleidungsstücke erhalten nach dem Verstärken einen Bonus, doch dafür musst du auch das ganze Set tragen. Kein Nackedai-Run mehr, tut mir leid. Ich dachte, ich könnte vielleicht noch andere Kleidung verstärken, aber das scheint im Moment nicht möglich zu sein. Komm wieder, wenn du neue Kleidung oder Materialien hast. Oder wenn du meinen Schwestern geholfen hast. Bis später. Ja, das ist sicher kein Zufall, dass sie das nicht stört. Nee, ich glaube auch. Das könnte eventuell Gründe haben. Gut. Zumindest ist jetzt unsere Hose ein bisschen stärker. Falls Link mal wieder auf den Hosenboden plumpst, ist er gut gepolstert. Dann wird es Zeit, Pferd zu besteigen. Und dieses Mal vielleicht nur 20 Mal in eine Wand zu reiten. Und zu gucken, wie wir nach Hateno kommen. Ich will Pura besuchen. Ich liebe Pura. Hallo, du bist ja süß. Oh, hatten die nicht auch so eine mega traurige Sidequest mit dem Vater? Mann, eigentlich hätte ich voll Bock, diese ganzen Sidequests zu machen. Dann wären wir niemals fertig. Dann werden wir niemals fertig. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass mir Impa mein Heldengedöns noch nicht gegeben hat. Aber ich glaube, dafür muss ich erst bei Pura gewesen sein. Hey, Pferd.
Och ja, geil, weißt du, das hat sich hier so schön bedient. Gras und Wasser, richtiger Luxus, Mann. Okay, gibt's eine Straße? Ja, die Straße führt wahrscheinlich darüber, ne? Mal gucken, ob wir unterwegs einen Turm finden. Halbe Pfütze leer. Ja, aber voll schön, wie einfach so ein kleiner Wasserfall runterkommt. Bisschen wie ein Animal Crossing. So, Pferdchen. Bitte, bitte versuch halt weniger in Wände zu reiten, okay? Ich werde dir sehr verbunden. So langsam müsste es mich ja wohl auch mal lieben, eigentlich. Vielleicht muss ich ihm mal einen Apfel zu essen geben. Steuert sich nämlich immer noch nicht so wundertoll, muss ich ehrlich sagen. Aber ich mag halt auch diese Passagen an Breath of the Wild so gerne, wo du halt einfach nur so komplett gechillt mit deinem Pferd durch die Weltgeschichte reitest. Als wäre der Weltuntergang nicht imminent, so. Wo Link sich einfach denkt, yo, ich guck mir jetzt erstmal dieses Land an, in dem ich 100 Jahre geschlafen habe. Ganon kann warten. Also eigentlich Zelda kann warten, wenn wir es genau nehmen. Wer bist du denn? Bleib mal stehen. Was bist du denn für einer? Oh. Nicht übel, dein Körperbau. Und du scheinst mit Schwert und Bogen umgehen zu können. Ich will jeden ansprechen, weil ich das alle kommentieren. Möchtest du vielleicht der Jägerbande beitreten? Oh nein. Jägerbande? Oh. Was? Nie gehört? Oh weia. Aber gut, ich erkläre dir, was die Jägerbande ist. Eine kampferprobte Truppe um Meister Koga, die dem Helden Einhalt gebieten will. Dein Leben gehört mir. Wieso genau habe ich das nochmal gemacht? Wieso dachte ich, das wäre eine gute Idee? Ich hasse diese... Oh, der ist sogar relativ stark. Au. Ich sollte mich wahrscheinlich nicht mit dem anlegen. Ja, wie ich schon sagte. Tja. Quest vorbei. Link wurde getötet. Hot damn it, Bruder. Der Körperbau war nicht stark genug. Hä, jetzt ist das ein anderer? Der hatte doch eben noch grüne Haare. Ist spontan grau geworden. Ja gut, ich will nicht nochmal sterben. Ich meine, letztlich ist es egal. Ich glaube, man verliert nichts, wenn man stirbt, oder? Außer Zeit und Nerven, meine ich. Oh Gott. Oh Gott, ein Pferd ist. Tut mir leid. Vergib mir. Vergib mir, Pferd. Ich glaube, es ist sehr upset, dass ich gestorben bin. Kann ich nachvollziehen? Geht mir ähnlich. Nee, Pferd hat immer noch keinen Bock auf mich. Das reitet immer noch sonst wohin. Ich tätschle es die ganze Zeit, auf dass es mich lieben möge. Aber es ist nie genug. Es ist einfach nicht genug. So ist das der Turm. Oh nee, hier leben doch auch noch teilweise welche. Sorry, sorry. Das müsste doch eigentlich der Turm sein, den wir brauchen, oder? Jo. Nein. Steig wieder auf. Ich will irgendwie mit B beschleunigen, statt mit A. Hat Pferd aber nicht so Bock drauf. Oh, es ist so schwer, an all den Sachen vorbeizureiten. Macht euch keine Vorstellung. Ich bin ja so ein riesiger Touristenmensch.
Ich muss mich einfach damit trösten, dass ich es ja alles schon mal gesehen habe. Ich hab's ja alles schon mal gesehen. Aber ich glaube, in der Hütte war was Wertvolles. Oh Gott. Sorry, Pferd. Ich hab's weggemacht. Alles ist gut. Ja, was meinst du, warum ich das Spiel spiele? Das macht's mir tatsächlich ein bisschen einfacher, auf Tears of the Kingdom zu warten. Ein Tagebuch. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht, durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Ach ja, ein versteckter Schrein. Aber dafür müsste es Nacht sein. Wenn die 5 Wochen oder was, kriegen wir jetzt auch noch rum. Die kriegen wir jetzt wohl auch noch rum. Es ist aber auch einfach so schön. Hyrule ist so schön. Wenn das Pferd nur dahin reiten würde, wo ich hin möchte, dann wäre es gleich noch viel schöner. Können die nicht sogar theoretisch eigentlich dem Weg folgen irgendwann? Wenn die wohl genug erzogen sind? Aber das ist wieder so ein Giga-Typ. Aber so ein bisschen condensed Breath of the Wild. Ist schon nice. Besser als kein Breath of the Wild, würde ich sagen. Wenn der Underground genauso riesig ist. Aber ich würde schätzen, dass der Underground und die Himmelsinseln sich nochmal so eine Map teilen. Aber selbst dann wäre es ja die doppelte Map-Größe. Oh, warte, ist der Turm rechts von mir? Oh Gott, Pferd. Pferd, was machst du denn? Das ist nicht, was passieren sollte. Aber ich glaube, ich komme da noch näher ran. Wenn ich der Straße folge. Das Problem ist nur, ich glaube, zu Impa geht's links lang. Ruinen des Reitplatzes. Da wäre Pferd wohl ganz gut aufgehoben. Bin aber halt sehr gespannt, weil vom Underground haben wir ja außer in dem einen Trailer auch noch nichts gesehen. Himmelsinseln haben sie ja jetzt so ein bisschen gezeigt in dieser Gameplay-Demo. Aber vom Untergrund haben wir spielbar, also nicht Cutscene, ja noch gar nichts gesehen. Oh Gott, Vorsicht! Verfahr mich halt, Junge. Och nee, das war der Turm. Oh Gott, Pferd, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Pferd, gib Gummi. Da werfen noch die Typen jetzt gleich Steine runter. War das nicht das? Oh Gott, Pferd, stopp! Ich glaube, Pferd kann nicht schwimmen. Ich bin nicht da, wo ich dachte, dass ich sein sollte. Mein Pferd quietscht. Hilfe, mein Pferd quietscht. Oh. Pferdephysik auch ein bisschen anstrengend gerade. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich kann doch niemals da hochklettern. Okay. Okay, ich kann Pferd nicht mehr steuern. Danke, mein Bester. Da ist doch bestimmt ein Krog drunter. Guck mal, da haben wir schon wieder 11 kleine Kackhäufchen zusammen. Aber wie komme ich denn jetzt da hoch? Weil da hochklettern kann ich nicht. Oh nein, der erste Regen-Chat. Oh nein, oh nein, oh nein. Rippbitrate. Rippbitrate. Ach, vielleicht gehen wir einfach erst zu Impa und gucken dann. Weiß jetzt gerade nicht, da hochkommen soll. Jetzt, wo es regnet,
ist auch jeglicher Wille zu klettern instant gestorben. Nur der Versuch, drüber nachzudenken, da hochzuklettern. Fertig. Wie hart soll ich nach links lenken? Irgendwo hier müsste, glaube ich, auch ein Guardian rumlaufen. Zu steil? Bist du sicher? Kann ich mein Pferd da hochcheaten? Ich habe keine Zeit für Sidequests, aber ich habe durchaus Zeit auszuprobieren, ob ich mein Pferd einen Berg hochcheaten kann. Nein? Okay. Bitte wenden. Pferd, bitte. Pferd ist stuck. Oh Gott. Gleich kommt der Moblin und tötet uns. Los, Pferdchen. Versuchen wir es mal mit der Straße da. Komm, das ist gar nicht abschüssig. Pferd, bitte. Das wäre uns mit dem blauen Pferd nicht passiert. Aber für das blaue Pferd hatte ich nicht genug Stamina. Das Pferd ist schon ein bisschen minderwertig. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt habe ich seine Gefühle verletzt. Wie viele Typen hier auch einfach im Gebüsch auf der Lauer liegen. Crazy. Oh, hier ist ein Schrein in der Nähe. War ein Schrein in der Nähe. Okay, Pferd. Pferd wollte die Scenic Route fahren. Ach. Warte, da sind wir hergekommen. Ah. Ich kann nicht wenden. Hilfe. Pferd, kannst du rückwärts laufen? Ja, oh, guck mal, so ein Feini. So ein Feini, wie er in die Kamera guckt. Kannst du wenden? Okay. Dein Pferd ist satt, das freut mich. Guck mal, vielleicht können wir zusammen gehen. Nice. Kann es sein, dass es vielleicht einfach langsam laufen muss, um der Straße selbst zu folgen? Tatsächlich, guck mal an. Pferd ist eine absolute My-Pace-Person. Wie es aussieht. Oh, guck mal, wir sind schon da. Sweet. Darf Pferd hier rein? Wie der Typ mit der Mistgabel uns einfach abstechen wollte. Pferd überreitet Kinder. Das gefällt mir. Pferd, wo gehen wir hin? Hast du ein Ziel? Oh, ich will mit all diesen Leuten reden. Pferd hat Pläne. Pferd hält einfach nicht mehr an. Pferd, weißt du, wo es lang geht? Weißt du, wo Pura ist? Anscheinend schon. Guckt euch das mal an, wenn man Pferd einfach mal machen lässt. Ich hatte schon Angst, ich hätte ihn zu früh gelobt. Aber wenn man Pferd einfach mal machen lässt, gibt es plötzlich gar keine Unfälle mehr. Okay, Pferd. Du hast es versucht.
Das ist wie mit Kiri. Kiri darf man auch nicht loben. Sobald man Kiri lobt, fängt er wieder an, Scheiße zu bauen. Ich meine, es lief so gut. Es lief so gut und dann das Pferd so... Nein. Gefahr. Brave Kinder spielen besser anderswo. Zum Glück bin ich kein Kind. Ich kann nicht für Pferd sprechen. Aber zumindest für mich. Ich liebe es, wie sie so Schilder aufgestellt haben. So, boah, bitte komm nicht hierher. Ich hasse Menschen. Die sollten das auch machen. So, jetzt habe ich zwar den Schrein in Hateno verpasst, aber kriegen wir hin. Guten Tag. Bist du Pura? Guten Tag. Das hier ist das Hateno-Institut für Antikenforschung. Möchten Sie mit dem Direktor sprechen? Eigentlich mit dir, aber ja. Nun, der Direktor ist dort hinten. Er ist sehr beschäftigt, also bitte fassen Sie sich kurz. Wow, ihr ist weder meine nackte Brust noch mein Schikastein aufgefallen. Ich bin enttäuscht. Hi. Guten Tag. Hi. Okay. Ich wette, so viele Bücher an einem Ort hast du noch nie gesehen. Wir sammeln hier alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden können. Wie viele es sind, schwer zu sagen. Was du da am Gürtel trägst, ist das etwa ein Shika? Der guckt nicht auf den Gürtel. Er guckt Link in die Augen. Ist das nicht romantisch? Ohne Zweifel, ein echter Shika-Stein. So ungern ich das zugebe, aber ich habe noch nie im Leben einen echten gesehen. Das ist faszinierend. Du musst mir sagen, welche Module er besitzt. Mini, was machen wir? Vorsicht, da steht mein Glas. Aua, das war meine Hand. Wo gehen wir hin? Ja, Mini zeigt mir jetzt einen echten Chica-Stein. Okay, er hat sich... Nein, nicht in den Chat schreiben, oh Gott. Mini, stopp. Er hat sich auf meine Maus und Tastatur gelegt. Oh mein Gott. Schatz, das geht so nicht. Ich muss kurz den Bart streicheln. Du bist schon wieder voll verknotet. Doch, er hat ganz viele Nullen in den Chat geschrieben, aber noch hat er es nicht abgeschickt, er ist sich noch nicht sicher. Ja gut, ich wollte Kittencam ausmachen, aber ich schätze, ich mache Kittencam nicht aus. Ein Stasis-Modul. Aha, aha. Ein Magnetmodul. Oh. Ein Bombenmodul und ein Kryomodul. Und was noch? Was noch? Das waren alle? Verstehe. Moment mal, das ist aber kurios. Besitzt er denn nicht die Basismodule? Ja, die Kamera fehlt. Die Selfie-Kamera. Sie müssen irgendwie verloren gegangen sein. Oh, ich bin vielleicht ein Esel. Jetzt habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Simon. Und du bist Link, oder? Du kennst mich? Wir hätten das Pferd einfach Dash nennen sollen. Hätten wir machen können. Wir können das nächste Pferd so nennen. Du kennst mich? Impa hat mir alles erzählt. Sie sagte, wenn je ein Jüngling mit Chica-Stein hier auftauche, sollen wir ihm helfen, wo es nur geht. Er sei unsere Hoffnung, die aus dem Schlaf des Lebens erwacht ist. Sein Name sei Link. Oder fällt mir ein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe zu sagen. Nicht dir, Link. Frau Direktorin, das ist ein waschechter Chica-Stein. Aber ich dachte, du bist der Direktor. Oh je, ich habe ganz vergessen, die Frau Direktorin vorzustellen. Sie steht direkt dort. Das ist die Direktorin des Hateno-Instituts, die größte Expertin auf dem Gebiet der Antikenforschung, Pura. Ka-Chica! Ich finde sie so süß. Ich bin selbst Wissenschaftler und bewundere Pura zutiefst. Ich habe das Glück, dass sie mich als Assistenten angestellt hat. Muss man eigentlich, um bei den Chica mitspielen zu dürfen, graue Haare haben? Ich frage für einen Freund.
Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Die Direktorin mag wie ein kleines Mädchen aussehen, aber... Nein, du solltest es aus ihrem eigenen Mund hören. Bitte sprich mit ihr direkt darüber. Lass mich jetzt hier hin und her schicken. Färben? Ja, aber so silberweiße Haare ist echt... Also, ich weiß, wovon ich rede. Das hier ist nicht einfach. Minnie, wir müssen jetzt mal die Kamera ausmachen, okay? Oh Gott. Oh Gott. So. Hilfe. Dieser Kater. Da bist du, Buff, was? Nicht Simon ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Katika. Sag mal, Link, hast du im Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Ich muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Alles in Ordnung bei dir? Dass du jetzt unversehrt vor mir stehst, ist wohl der beste Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Aber du siehst mich irgendwie so komisch an. Erinnerst du dich überhaupt noch an mich? Nein. Was? Ich bin bestürzt. Meine Welt bricht gerade zusammen. Dabei habe ich dich doch vor 100 Jahren in den Schrein des Lebens gebracht, als die Verheerung Ganon dich erwischt hat. Dort habe ich dich in den Schlaf des Lebens versetzt, damit deine Verletzungen heilen. Ich dachte, das war Zelda. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen und trotzdem erinnerst du dich nicht an mich? Tut mir leid. Wenn jemand im Schlaf des Lebens liegt, gehen seine Erinnerungen flöten. Gleich mal notiert. Tut mir leid. Schlechte Angewohnheit von mir, immer sofort Notizen machen zu müssen. Naja, mit über 100 kann man das jetzt nachsehen, glaube ich. Machen wir es doch so. Sag mir einfach, was du wissen willst. Du bist ein Kind. Oh, Unverschämtheit! Beziehungsweise, du kannst es ja nicht besser wissen. Das war nur ein kleiner Betriebsunfall. Ein gescheitertes Experiment oder... Naja, gescheitert ist es eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oben aufgeschrieben, aber nur für die Wissenschaft. Nicht lesen. Warum erzählt sie es mir dann, wenn sie nicht will, dass ich es lese? Oh, aber genug davon. Zurück zum Thema. Die große Rückkehr nach 100 Jahren. Wird unser Held die wiedererstarkte Verheerung Ganon besiegen können? Wird er unsere geliebte Prinzessin Zelda retten? Wenn du dich diesem Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir dabei helfen, die verloren gegangenen Basismodule deines Shika-Steins zu aktivieren. Ich bitte darum. Das war die richtige Antwort. Dann mach dich doch bitte gleich daran, diese Sache für mich zu erledigen. Was schaust du denn so komisch? Du hast doch nicht geglaubt, ich würde den Shika-Stein einfach umsonst für dich reparieren. Naja, wenn sonst die Welt untergeht, ich meine... Interessant. Nach dem Schlaf des Lebens denkt man, alles dreht sich nur um einen selbst. Gleich mal notiert. Gut, dann erkläre ich dir mal, was du für mich erledigen sollst. Minnie, hör auf. So, hör auf, Nullen in den Chat zu schreiben. Draußen vor dem Institut ist eine Feuerschale, leider ohne Feuer, also eigentlich nur eine Schale. Kannst du bitte die blaue Flamme aus dem Flammenborn holen und damit die Feuerschale draußen anzünden? Dann wird das Leitsteinchen aktiviert, du kannst die fehlenden Module wiederherstellen und fertig ist die Laube. Sagen junge Mädchen sowas wie fertig ist die Laube? Ach, naja, egal. Gut, dann viel Erfolg mit der blauen Flamme. Ach, die Tastatur ist schon immer mehr Katzenhaar als alles andere. Ich würde es nur begrüßen, wenn er nicht den Stream beenden würde oder den Chat unleserlich machen. Weil der halbe Chat ist jetzt voll mit Nullen. Würdest du den Apfel bitte nehmen? Danke. So, der Flammenborn. Ach, das Ding da unten, ne? Habe ich eine Fackel? Ist hier eine Fackel? Keine Fackel. Wollen wir Puras Tagebuch lesen, Chat? Ah, doch, hier. Ja, ist eine Hacke. Okay, ich glaube, das ist Simons Zimmer. Wie unhöflich, dass die Türen immer direkt vor meiner Nase zugehen.
Finde ich nicht okay. Dass sie einen Guardian auf dem Dach haben, finde ich auch nicht okay. Was, wenn der wieder angeht, Mädchen? Aber ich mag das voll. Du kannst, glaube ich, von allen weiblichen Charakteren... Es ist ein bisschen weird, weil es nur die weiblichen Charaktere sind. Du kannst von allen weiblichen Charakteren Tagebuch lesen, weil Paya hat ein Tagebuch, Pura hat ein Tagebuch, Zelda hat ein Tagebuch, die Gerudo-Prinzessin hat ein Tagebuch. Ich glaube, Mipha hat auch ein Tagebuch. Ich weiß nicht, ob von den Goronen vielleicht auch einer ein Tagebuch hat oder Revali oder so. Aber es gibt so viele Tagebücher in dem Spiel und sie sind fast alle von Frauen. Was sagt uns das? Ach, Link. Entwicklungstagebuch für das Modul Jungbrunnen. Streng geheim. Oter Monat, x-ter Tag. Heute beginne ich mit der Entwicklung des neuen Moduls Jungbrunnen. Wenn das Projekt gelingt, werden wir Veteranen verjüngen und so unsere Armee stärken können. Mit so einer Armee könnten wir uns verteidigen, wenn die Verheerung Ganon wiederkehren sollte. Nicht nur Soldaten, auch Arbeiter aller Art könnten auf diese Weise verjüngt werden. Nicht nur für militärische, sondern auch für zivile Zwecke könnte dieses Modul einen großen Nutzen darstellen. Die Beta-Version des neuen Moduls Jungbrunnen ist fertiggestellt. Ich habe diese Funktion sofort meinem selbst hergestellten Chica-Stein hinzugefügt. Selbst war das erste Testobjekt. So, Subjekt, oder nicht? Ich glaube, Männer schreiben generell einfach wenig Tagebuch. Simon hat bestimmt eins, der schreibt doch alles gerne auf. Aber generell hast du da wahrscheinlich recht. Wobei, gab es nicht ein Tagebuch vom König im Schloss? Ich glaube, Roam hat ein Tagebuch geführt, weil da hat er drin erzählt, wie sad er ist, dass mit Zelda alles so scheiße läuft und dass ihre Mutter gestorben ist und sowas alles. Steht da, glaube ich, drin. Simon hat das Modul aktiviert und auf mich gerichtet. Nach 20 Sekunden Bestrahlungszeit fühlte ich mich erschöpft und fiebrig, weshalb wir das Experiment abbrachen. Ich werde heute früh zu Bett gehen. Die Analyse der Ergebnisse des Experiments wird bis morgen warten müssen. Zweiter Tag nach Einwirkung der Jungbrunnenstrahlen. Die starke Müdigkeit des gestrigen Tages ist verflogen. Beim Blick in den Spiegel fiel mir auf, dass meine Haare bis zum Boden reichen und meine Falten verschwunden sind. Der Jungbrunneneffekt ist tatsächlich eingetreten, nur seine Geschwindigkeit weicht von meinen Berechnungen ab. Sofort weckte ich Simon und ließ mich eingehend untersuchen. Größe, Gewicht, Sehkraft, Bluttest, Elektrokardiogramm, Knochendichte, alles entspricht einer 50-Jährigen. Das bedeutet, in nur einer Nacht habe ich mich um mehr als 70 Jahre verjüngt. Kann doch auch nicht gesund sein, oder? Ich hoffe sehr, dass ich morgen früh nicht als Embryo aufwache. Dritter Tag nach Einwirkung der Strahlen. Im Aufstehen fühlte ich mich voller Energie. So gut habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr geschlafen. Sofort eilte ich zum Spiegel und blickte in ein längst vergessenes Gesicht. Simon untersuchte mich erneut. Die Werte entsprechen heute denen einer 30-jährigen Chica. Chica müssen ja auch irgendwie besonders sein, wenn sie... Also sie war ja offensichtlich 120, als es angefangen hat. Dann hat sie sich in einer Nacht 70 Jahre verjüngt. Dann nochmal 20. Also, ich meine, ne? Einfach die Zellen maximal manipulieren. Das ist schon ein bisschen... Sie hat ja nur Glück gehabt, dass es so Conan-mäßig mit 8 irgendwann aufgehört hat. Sonst wäre sie jetzt halt... Sie hätte sich einfach Benjamin Button-mäßig selbst aus der Existenz ausradiert. 30. So jung war ich, als ich nach der großen Verheerung die Forschung wieder aufnahm. Damals begannen meine Studien zur Erweiterung von Modulen wie dem Chica-Sensor. Als ich diese Arbeit abgeschlossen hatte, war ich bereits 80. Wow, die einfach 50 Jahre daran geforscht. Ich plane, diese Module dem Ritter zu geben, wenn er wieder aufwacht. Ich bete, dass er damit Ganon besiegen wird, der Prinzessin Zelda verschlungen hat. Vierter Tag. Die Untersuchung heute Morgen ergab, dass mein Körper auf dem Stand einer 20-jährigen Chica ist. Wie zu erwarten ist, sehe ich wieder so aus wie vor 100 Jahren, als die große Verheerung uns heimsuchte. Ganon. 10.000 Jahre lang war die Welt verschont geblieben, doch vor 100 Jahren entlud sich die angestaute Kraft. Tod und Zerstörung. Die Erinnerung schmerzt noch heute. Schloss Hyrule, Prinzessin Zelda. Wir verloren alles. Nein, nicht alles. Vor 100 Jahren wurde ich gerufen, um die Wunden eines übel zugerichteten jungen Mannes zu versorgen. Dieser Mann hieß Link. Link. Der jüngste Mann, der in Hyrule je zum Leibgardisten ernannt worden war. Ein phänomenaler Schwertkämpfer, der Prinzessin Zelda persönlich als Leibwächter zugeteilt wurde.
Ich konnte nicht fassen, dass dieser legendäre Ritter von der großen Verheerung so zugerichtet worden war. Das Königshaus von Hyrule und wir, die Gelehrten vom Shika-Stamm, waren seit Äonen schicksalhaft verbunden. Doch ich hatte keine Wahl. Inmitten des Chaos brachten wir Zeldas Shika-Stein und den Ritter zum Schrein des Lebens. Ich versetzte ihn in den nur unzureichend erforschten Schlaf des Lebens. Mehr konnte ich nicht tun. Das ist ja aber auch so ein Ding, das haben die ja nicht selber gebaut. Der Schrein des Lebens war ja schon da. Genauso wie der ganze andere Kram. Und ich bin mal gespannt, ob Tears of the Kingdom da vielleicht nochmal näher drauf eingeht. Weil unsere Shika haben ja keine Ahnung. Die haben Link halt mal da reingestopft und gehofft, dass es funktioniert. Aber eigentlich war das mehr so, wenn wir es nicht machen, verreckt er eh. Also können wir ihn auch da reinstopfen, weil wir können literally nur gewinnen. Das ist halt auch so ein bisschen shady, ne? Fünfter Tag. Nach dem Aufstehen stellte ich einen roten Ausschlag in meinem Gesicht fest. Eine eingehende Analyse ergab, dass es sich um gemeine Akne handelte. Weitere Untersuchungen zeigten, dass mein Körper sich auf den Stand einer etwa 15-Jährigen zurückentwickelt hat. Und jetzt würde ich langsam nervös werden, wenn ich sie wäre, wenn es zwar immer langsamer, aber immer weiter geht. Weil Simon blickt mich zunehmend an, als nehme er mich nicht mehr ernst. Was für ein unprofessionelles Verhalten. Beim Bluttest lässt er mich nicht einmal an die Nadeln, als mache er sich Sorgen, dass ich nicht damit umgehen kann. Ich frage mich, ob wir die Experimente in den nächsten Tagen fortsetzen können. Die blaue Flamme in der Feuerschale draußen wird immer schwächer. Ich hoffe, der Leitstern gibt nicht den Geist auf. Sechster Tag. Mein Körper hat sich weiter verjüngt und entspricht jetzt dem eines 6-jährigen Mädchens. Ich bin so klein geworden, dass ich an viele Dinge nicht mehr rankomme. Man hat es nicht leicht als Kind. Ich frage mich, wann der Ritter endlich aus dem Schlaf des Lebens aufwachen wird. Wenn er nicht bald wiederkehrt, waren meine Bemühungen, den Shika-Sensor und so weiter zu verbessern, vergeblich. Doch auch wenn er erwacht, können wir uns wirklich sicher sein, dass er seinen Weg hierher finden wird? Am liebsten würde ich losziehen, um Link aufzuwecken. Aber ich kann das Institut nicht in Simons Händen lassen. Außerdem als 6-Jährige. Im Körper einer 6-Jährigen zu leben, beeinträchtigt meine Arbeit. Ich muss ein Modul entwickeln, das mich altern lässt. Ja, nun. Siebter Tag. Die morgendliche Untersuchung ergab die gleichen Werte wie gestern. Ist der Verjüngungsprozess endlich beendet? Und wenn ja, warum? Wieso hat es jetzt plötzlich aufgehört? Weiß man, wieso Conan... Also die bei Conan werden ja alle gleich alt. Ai und Conan haben ja, ich glaube, mit 10 aufgehört zu altern. Also rückwärts zu altern. Und sie war ja viel älter als Conan. Aber die werden alle auf dasselbe Alter zurückgealtert. Weiß man da was? Darüber hinaus ist mein Alterungsmodul Reifeschub nun in der Beta-Phase. Es sollte durch Bestrahlung des Objektes den Jungbrunnen-Effekt umkehren. Das ist zumindest die Theorie. Doch gerade als ich das Modul meinem Shika-Stein hinzufügen wollte, stellte der Leitstein seine Funktion ein. Sofort überprüfte ich die Feuerschale draußen und sah, dass die blaue Flamme verloschen ist. Ich schickte Simon zum Flammenborn, aber aufgrund eines Regenschauers war sein Ausflug nicht von Erfolg gekrönt. Auch ich versuchte mein Glück, aber eines der Mädchen aus dem Dorf entdeckte mich. Ich musste fliehen. Wir müssen uns mit Gaslaternen behelfen und an Forschung ist nicht mehr zu denken. Was sollen wir nur tun? Was ist Conan? Ja. Ich habe keine Fackel, aber wird schon gehen. Dann wollen wir das doch mal fixen. Ist das hier nicht auch das Haus, das man erwerben kann? Oh, da ist der Schrein. Du hast literally Conan nie gesehen? Das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch im Chat schon voll oft über Conan geredet. Ich bin verwirrt. Ist hier jetzt ernsthaft keine Fackel für mich? Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Brennt die Hand? Die Knochen ist nicht brennbar. Verdammt, was mache ich denn jetzt? Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass man hier eine Fackel bekommt.
kommt. War die doch oben? Habe ich die nicht gesehen? Sehe jetzt aber auch nichts, was ich stattdessen nehmen kann. Ich meine, eine Route oder so wird mir ja schon reichen gerade. Hier liegt halt nicht mal ein Ast rum. Just my luck. Ich würde gern sagen, du hast nichts verpasst, aber Conan war eigentlich, also was man davon so gesehen hat, war eigentlich schon ziemlich cool. Das kann ich auch nicht anzünden. Weißt du, als ob es jetzt hier in dem ganzen Scheiß-Kaff keine Fackel gibt. Manchmal hasse ich mein Leben. Eine Suppenkelle. Okay, die würde potenziell brennen. Naja, können wir uns genauso gut auch hier mal umsehen. Wenn ich jetzt schon da bin. Kaito Kid kennst du aber Conan nicht? Okay. Stelle ich jetzt mal nicht in Frage. Topfdeckel. Es muss doch hier irgendwo eine Fackel geben, Junge. Was soll das denn? Geht's dir gut? Ach, der träumt. Okay. Sei ihm gegönnt. Das Weirde ist, ich bin mir halt ganz sicher, dass da, wo ich geguckt habe, eigentlich eine Fackel stehen sollte, aber da war halt keine. Was macht der? Hätte ich sie nur nicht weggeworfen. Oder sie war halt eh kaputt, ne? Das ist die Färberei, glaube ich. Ja. Würden mir auch keine Fackel geben. Ich muss jetzt ernsthaft wieder zurücklaufen. Wieso kann Link keine Rolle? Das macht keinen Sinn. Link macht immer eine Rolle. Okay. Ich bin der Einbrecherkönig. Jetzt wirklich in dem ganzen Kuhkaff keine einzige Fackel rumsteht. Der Suppenkelle schaffe ich das doch nicht. Die brennt mir doch ab. Bist du eine Fackel? Ne, du bist eine Hacke. Weißt du, an so Kleinigkeiten scheitert es dann wieder. Während die schlafen, kann ich ja mal Häuser ausrauben, ne? Mama, da ist ein Nackter in meinem Zimmer. Hm. Der Bautyp 1 für mich hat. Es muss hier doch eine Fackel geben. Ich brauche die ja. Die stand bestimmt oben und ich habe sie nur wieder nicht gesehen. Die geilen Musterhäuser. Mit Herz an der Tür. Das ist eine meiner Lieblings-Sidequests. Dass du hier einfach ein Haus haben kannst. Nein, mach's nicht kaputt. Ja. Gut siehst du aus. Okay, er ist schwul. Das ist schön.
Freut mich, dass es dir gefällt. Oh, ein weiterer harter Arbeitstag. Was machst du da? Na, das Haus da abreißen. Aber ist doch noch tiptop in shape. Ich glaube, der Karton ist ihm echt zu klein, weil er ist jetzt hier ganz, ganz ausgestreckt und lang und glücklich. Hm? Das Haus, es ist alt und niemand wohnt dort, also haben die Leute in Atheno beschlossen, es abzureißen. Der ursprüngliche Bewohner ist zum Schloss gegangen und einfach nicht zurückgekommen. Ich will's kaufen. Da bist du bei mir falsch, ich kann da gar nichts machen. Wenn du nicht willst, dass die Bude abgerissen wird, musst du schon mit dem Chef selber sprechen. Dazu ist hier eine Fackel. So, nicht der Chef, aber du bist der Chef. Oho, charmantes Outfit. Also dann, bekomme ich einen Rabatt? Du hast gerade unzüchtig geguckt. Kann ich dir weiterhelfen? Was machst du? Ich bin gerade dabei, dieses verlassene Haus abzureißen. Man findet in Zeiten wie diesen nur Schwerkäufer. Also haben die Dorfbewohner entschieden, es abreißen zu lassen. Ich kaufe es. Was ist das denn für einer? Ich kaufe es. Der hat vielleicht Nerven. Also gut, ich erklär's dir. Dieses Haus, da wohnt schon seit Jahren niemand mehr drin. Also haben sich die Dorfbewohner zusammengesetzt und beschlossen, dass es abgerissen wird. Die Abrisskosten plus diverse Gebühren und so weiter liegen bei ziemlich genau 50.000 Rubinen. Wenn du es also kaufen willst, sprechen wir von, ich sag es nochmal, lockeren 50.000 Rubinen. Waren das nicht 30.000? Hat er aufgeschlagen, weil ich nackt bin? Das ist viel. Kann ich es in Naturalien bezahlen? Ja, und ob das viel ist? Als ich so alt war wie du, hatte ich auch ständig Geldprobleme. Ich weiß also, wie sich das anfühlt. Okay, das wollte ich gar nicht wissen. Also gut. Pass auf, ein Sonderangebot nur für dich. 3000 Rubine. Aber zuerst bringst du mir 30 Holzbündel. Irgendwie muss ich meine Kosten ja wieder reinholen. Dann leg mal los. Als ob 30 Holzbündel 50.000 Rubine wert wären. Dummster Torda, hört gerade mal auf. Er hat fabulöse pinke Ohrringe, ich will die auch haben. Okay. So weit, so gut. Aber davon habe ich halt immer noch keine Fackel. Naja, gut, vielleicht gehen wir einfach erstmal zum Schrein. Der kommt ja quasi mit dem Haus. Vielleicht finde ich da drin eine Fackel. Ich versuche hier ja wirklich straight von A nach B zu gehen, aber das Spiel so, nein, mach Sachen. Mach bitte Sachen einfach. Und tschüss. Wow, wir streamen schon 1,5 Stunden. Crazy. Ich brauche einen größeren Tisch. So, Myamagana. Ach, ist wieder so ein Apparaturding. Oh, das könnte jetzt unangenehm werden, weil da muss ich, glaube ich, den Gyros-Sensor für verwenden. Oh Gott. Das ist unterm Tisch jetzt schwierig, aber auf dem Tisch kann ich halt gerade nicht, ne? Warte mal. Auf dem Tisch kann ich gerade nicht. Das sind so eigentlich die einfachsten Schreine, aber nicht mit einem Mikrofon und einer Katze und einem Handgelenk. So. Oh je, Mini. Nein. Oh. Wo ist die Kugel überhaupt hin? Ach, darüber. Das kann jetzt dauern. Aber das Ding ist, den Schrein nicht machen wäre halt dämlich, weil wir brauchen... Also wir brauchen den Teleportpunkt nicht unbedingt, wenn wir das
Institut wiederhergestellt haben, aber... You know. Ich liebe die Dinger eigentlich, aber halt nicht in meinem Streaming-Setup, so. Oh Gott. Oh, Minnie. Das geht nicht mit dem Kater hier. Der ist gerade, der ist übelst zusammengezuckt. Ich habe mich mega krass erschrocken. Jetzt ist mein dummer Gyrosensor auch noch dekalibriert. Oh mein Gott. Ich regrette gerade alles ungefähr. Er ist aber auch scheiße empfindlich, Mann. Ich habe mich kaum bewegt, aber es war offensichtlich zu viel. Ich habe mich halt so erschrocken, weil hier wieder exorzistenmäßig am Rumzucken war. Okay, ich glaube, ich hasse den Schrein jetzt auch. Cool. Minnie, hör auf, mit deinen Füßen zu zappeln. Der träumt ganz wild. Das ist unfair. Ich spiele hier Hard Mode. Hä, wie ging das denn? Ich krieg die Kugel da nicht rüber. Wie soll das denn gehen? Ja, aber da ist doch ein Loch. Wenn du die Plattform einfach drehst, geht das doch nicht. Was willst du mir denn gerade erzählen? Ich kann mich hier nicht bewegen übrigens. So, by the way, ich habe hier ein Mikrofon und einen Katzenhintern. Was willst du mir denn erzählen? Muss man doch eigentlich so rüberlupfen, oder nicht? Oh mein Gott, das geht nicht. Wie ging das denn nochmal? Ach, dafür habe ich heute wirklich nicht die Kapazität, Junge. Weil das geht nicht. Wie soll das gehen? Das umdrehen? Okay. Das ändert aber mein Problem nicht. So. Fuck you, Alter. Oh. Jesus. Warum hat das andersrum nicht geklappt? Nein, aber... Das Problem ist, ich hab's ja nicht gelupft gekriegt. So ein Quatsch. So, bist du jetzt wach? Bist du wach? Du. Guten Morgen. Ja, schieb meine Box einfach weg. Ich muss nichts hören, das ist in Ordnung. Wenn der Stream plötzlich abbricht, wisst ihr warum. Dann hat er irgendwas geklickt, was er nicht hätte klicken sollen. Der sieht gar nichts. Der, die das Chica. Er hat gar nicht gesehen, ob ich es geschafft habe. Wobei, ich meine Augen, wenn man so zur Mumie wird, ist wahrscheinlich eh nicht mehr so viel von übrig, ne? Hat man nicht auch hier irgendwo so ein Kletterkopftuch bekommen? Ich wollte Kopfband sagen, aber... Kopftuch ist das Wort. So, zumindest haben wir jetzt mal den Schrein. Aber wo kriege ich... Ich glaube, ich muss nochmal hochlaufen. Es muss eigentlich halt wirklich oben eine Fackel stehen. Ich bin so verwirrt. Ja, Leben mit Katzen. Das ist echt Leben am Limit, so. Nehmen jetzt mal trotzdem die Kelle mit. Was schmeiß ich denn dafür weg? So, zur Sicherheit. Das ist brennbar. Oh, brauchst du die? Ich brauche eigentlich eine Fackel. Nimm sie nur mit. Ich werde es den anderen schon erklären. Ich will ja nicht, dass du Hunger leiden musst.
Weißt du, jetzt zwingt mich das Spiel, so eine nette Oma zu beklauen. Ich wollte das ja gar nicht. Ich muss doch auch gucken, wo ich bleibe. Was haben die denn noch alle keine Fackeln? Ich hatte mal 5 Stück. Wo sind die denn alle hin? Ich hatte halt literally mal mein halbes Inventar voll mit Fackeln. Jetzt, wo ich eine brauche, habe ich natürlich keine. Ist hier vielleicht eine drin? Ist nur eine Dekotür, alles klar. Für eine richtige hat es anscheinend nicht gereicht. Bisschen tragisch, aber gut. Ich ohne Fackel darf wahrscheinlich nicht den ersten Stein werfen. So nervig, weil ich muss den ganzen Weg ja jetzt dann gleich nochmal zu Fuß hier hochlatschen. Das lief mehr so suboptimal. Schafe, habt ihr eine Fackel? Schätze nicht. Ich hasse diese Monster. Kann man dir helfen? Was machst du hier? Schau nicht so unschuldig. Du siehst allerdings nicht so aus, als hättest du was damit zu tun. Am Athenostrand treiben sich Monster rum, die meine Schafe stehlen. Deswegen stehe ich etwas neben mir. Wenn das so weitergeht mit meinen Schafen, dann... Okay. Schabernack mit Schafen. Schafernack sozusagen. Schafernack. Ich glaube nicht, dass mein Pferd mich hört, aber versuchen kann man es ja mal. Ich bin gerade am Tiefpunkt. Ich möchte mich weinend in die Ecke legen. Mir einfach keine blöde Fackel geben. Pferd! Wow, nein, warte, das ist die falsche Richtung. Pferd halt an. Pferd, nein, ah. Wir müssen nochmal nach oben, Pferd. Ich weiß halt auch nicht, was ich machen soll, wenn da oben jetzt wirklich keine Fackel ist. Ich meine, ich habe eigentlich habe ich mich umgesehen. Super nervig. Aber das passiert mir halt immer. Es wundert mich an dem Punkt nicht mal mehr. Weil eigentlich steht genau hier daneben eine Fackel. Ich erinnere mich sogar dran, dass hier eine steht. Aber hier ist einfach keine. Wollen mich doch einfach fucking verarschen. Ich kann mir doch keine schnitzen. Mit der Mistgabel wird's nicht gehen. Ich check es nicht. Ich check es nicht. Oh, ich hätte den noch nicht mitnehmen sollen. Den brauche ich ja später noch fürs Foto. Die Hacke brennt doch auch nicht. Nee, ist einfach keine Fackel. Das macht keinen Sinn. Da war immer eine Fackel. Ich schwöre bei Gott, dass hier eine Fackel war. Ist die drin? Bitch, gib mir... Ja, natürlich ist sie hier drin. Oh, ich hasse mein Leben so sehr gerade, ey. Was werfen wir denn weg? Weißt du, wer guckt denn in diese Ecke da? Niemand. Literally. Weißt du, Pura? Was soll das denn? Ha? Sie hört zu. Okay. So. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Mann. Dass es so schwierig sein könnte, an eine Fackel zu geraten. Kannst du dir ja auch nicht ausdenken. Auf der Insel war, glaube ich, ein Krog. Warte, bin ich jetzt falsch geflogen? Jetzt ist alles vorbei. Jetzt geht alles den Bach runter. Die Fackel hat mich so aus dem Konzept gebracht.
So. Fackelchen. Ich weiß gar nicht, ob man das machen musste mit dem Anzünden, aber ich mach's jetzt mal lieber. Ja, danach erstmal Pause, aber jetzt machen wir das noch. Das war jetzt wild. Ich hab die aber legit nicht gesehen, Mann. So, ich hab leider keine Zeit für euch, tut mir leid. Ich würde gerne mit euch reden und mit euch spielen. Aber ich muss erstmal das olympische Feuer zurücktragen. Ich mach mir ein bisschen Angst, was die für Geräusche machen. Oh ja. Bin nicht deren Mutter. Wenn das Kind an Asthma stirbt, ist das nicht meine Schuld. Das hätte der Kochlöffel niemals durchgehalten. Niemals. Immerhin spielt das Wetter mit. Ich weiß noch, als ich das damals zum ersten Mal gemacht habe, hat es die ganze Zeit mir die Fackel ausgeregnet. Das war so richtig nervtötend. Die Quest kann richtig, richtig schwierig und richtig scheiße sein, wenn das Wetter einfach nicht mitspielt. Insofern sind wir ganz gut damit weggekommen, dass ich einfach nur ein bisschen zu doof war, mir die Fackel mitzunehmen. Weil, mein Gott, kann diese Quest hier zur Zerreißprobe werden. Ja, wir hatten richtig gutes Wetter. Die ganzen letzten Tage schon. Ich merk's auch. Es juckt in meinen Augen. Die Allergie tanzt. Aber es ist so schön, wenn's Wetter schön ist. So, gleich haben wir's, Gott sei Dank. Ach, Pferd. Du machst dir keine Vorstellung davon. Keine. Das Hateno-Institut wurde als Teleportziel aktiviert. Hurra! Toll, jetzt habe ich mich angezündet. Bitte schön, Madame. Hast du es gelesen? Natürlich nicht. I would never. Du brauchst gar nicht zu lügen, ich habe dich durchschaut. Kleine Sünden bestraft die Göttin sofort. Leitstein aktiviert. Oh, oh. Sie hat alle meine Module gelöscht. Nein. Alle Inhalte des Shika-Steins wurden gelöscht. Schau's dir an, wenn du mir nicht glaubst. Ein Scherz. Der 1. April war letzte Woche. Ich kann die Stimme vom Leitsteinchen gut imitieren, oder? Verwenden junge Mädchen Wörter wie imitieren? Naja, egal. Können wir dann jetzt zur Sache kommen? Die Wunden von vor 100 Jahren scheinen gut verheilt zu sein, was? Nun, wie dem auch sei. Vielen Dank, Link. Guck doch mal da. Der Leitstein wurde aktiviert. Daran ist nichts Mysteriöses. So funktioniert er nun einmal. Mein süßer Leitstein. Da gerät mein Forscherblut in Wallung. So, die Basismodule deines Shika-Steins sind schon so gut wie wiederhergestellt. Los, dann ruf mal ganz laut Kachika. Komm schon, du brauchst dich nicht zu schämen. Kachika. Nicht gerade enthusiastisch, aber gut. Alles klärchen, die Reparatur des Shika-Steins kann losgehen. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir es an. Ich finde ihre Brille so süß, weil die auch so ein kleines Shika-Symbol ist. Fotomodul, Hyrule-Handbuch, Album, fehlende Funktionalität bestätigt. Reparaturvorgang initialisiert.
Na, wer von euch hat sich denn tatsächlich den Riss gegeben und das Album vollgemacht? Selber, nicht gekauft. Man kann ja cheaten mit Paid DLC. Das Fotomodul. Und die Erinnerungen. Ach, Gänsehaut. Wie Zelda einfach jeden Scheiß katalogisiert hat, jeden Stein. Reparaturvorgang abgeschlossen. Ich glaube, ich habe relativ viel selber gemacht und am Ende so die letzten 20 oder so habe ich, glaube ich, gekauft, weil ich keinen Bock mehr hatte. Oh, wie süß, sie trägt einen Tornister. Oh mein Gott. Sie ist aber auch, also dieses Schulmädchen-Ding zieht sie jetzt aber auch voll durch. Und fertig. Na, ist wieder alles aktiv? Lass mal sehen. Fotomodul, Handbuch, Album. Ja, alles wieder da. Dann legen wir gleich los. Mach doch mit dem Fotomodul gleich mal ein Foto von mir. Sagst du mir auch wie? Ach so. Meine L-Taste ist nicht mehr so gut. Es ist sehr gut, dass der neue Pro-Controller kommt. Zählt das so? Schön, oder? Ne, das scheint nicht gezählt zu haben. Hast du schon ein Bild gemacht? Hier ist es. Ja, ich bin gespannt. Zeig schon, zeig schon. Lass mal sehen. Hm? Kriegst du es nicht hin? Beim Fotografieren musst du darauf achten, dass das Motiv genau in der Mitte des Bildes ist. Dann musst du es wohl nochmal versuchen. Schade. Na gut, dann machen wir ein richtiges Bild. Katschika! Ist das diesmal was geworden? Hm? Wer ist denn diese reizende junge Dame? Ach, ich bin das? Haben die keine Spiegel? Super hochentwickelt, aber kein Spiegel? Okay. Tut mir leid, ich war gerade verblüfft. Ehrlich, das war nicht gespielt. Nanu, neben dem Foto dieses hinreißenden Mädchens sind ja schon irgendwelche alten Fotos im Album. Prinzessin Zelda muss damals das Fotomodul verwendet haben. Du warst doch Zeldas Leibwächter. Warst du denn nicht anwesend, als sie diese Fotos aufgenommen hat? Ach, ich vergaß, du hast ja dein Gedächtnis verloren. Aber vielleicht können diese alten Fotos dir helfen, deine Erinnerungen wieder zu erlangen. Vielleicht sprichst du am besten mal mit Impa darüber. Sie kannte die Prinzessin besser als ich. Ach ja, noch was. Eine Bitte, wo du schon dabei bist. Bring mir antike Materialien, gerne auch erst, nachdem du bei Impa warst. Wenn du sie zu mir oder zu Rubello vom Akala-Institut bringen könntest, würdest du mich richtig glücklich machen. Meine Zufriedenheit ist eigentlich Lohn genug, aber wir geben dir für die antiken Materialien noch etwas ganz Feines. Dann los. Ja, was denn? Rubello? Rubello war mein Assistent. Er sollte immer noch am äußersten Ende von Akala die Wächter erforschen. Ich habe ihn allerdings seit 100 Jahren nicht gesehen. Uff. Ah, du hast also Interesse? Wenn du mir antike Materialien bringst, kann ich deine Module verbessern. Ach ja. Wenn du den Chica-Sensor stärken willst, brauchst du 3 antike Schrauben. Bombenmodulachsen, Reaktorkerne, okay. Ich glaube, ich habe nicht so viele. Doch, ich habe 4 antike Schrauben. Ja, dann. Ach, verdammt. Mo, mo, mo. Ja, bitte. Chica-Sensor Plus. Also dann. Ka-Chica. Na, dann los.
dann nehmen wir noch die Quest von Simon an und ich weiß gar nicht, ob wir dann vielleicht für heute schon Schluss machen. Das war jetzt sehr viel Vorlesen. Andererseits, Reckengewand. Wie spät ist denn überhaupt? Ich kann es leider nicht sehen, weil ich habe mein Telefon nicht hier. Der Mini liegt vor allem anderen. Ach ja, der Shika-Sensor Plus kann ja Objekte finden. 22.18 Uhr. Das ist ja schon noch sehr früh eigentlich. Uiuiuiuiui. Genau so. Das Leitsteinchen hat auch alles gegeben. Oh, ein Shika-Sensor Plus. Zeig ihn mir. Also zeig doch bitte später Simon mal den Shika-Sensor Plus, ja? Warum auf später warten? Ja. Guten Tag. Endlich hast du den Shika-Sensor Plus. Der sollte sehr praktisch sein. Laut der einschlägigen Literatur kannst du damit nach Objekten suchen, die du mit dem Fotomodul aufgenommen hast. Aber das ist alles graue Theorie. Probieren geht über Studieren. Also mal sehen. Könntest du zuerst den Glutling hinter dem Institut aufnehmen? Ja, leider nicht, denn den habe ich eingesammelt, es sei denn, er wäre respawned. Ist er aber nicht. Das habe ich jetzt von meiner Sammelwut. Können wir in Hateno schon irgendwas machen? Wir könnten noch Holz hacken gehen und so. So Kleinkram machen. Ich würde sagen, wir machen erstmal Päuschen. Wir sind ja jetzt schon 2 Stunden dabei und dann schauen wir mal, was sich noch so ergibt. Nicht wahr? Nicht wahr. Gut, dann bis gleich.